Digital Technologies. Hinter diesem Namen verbirgt sich die Business Unit rund um Markus Schmidt. Hier handelt es sich um den hausinternen IT-Dienstleister. Wir betreuen alle unsere Kundinnen und Kunden bei uns hausintern für die Salzburger AG. Also das heißt, alles rund um IT landet irgendwann einmal bei uns am Tisch. Ja, in einem modernen Unternehmen und in einer modernen Bürokommunikation, wie man es heutzutage hat, geht einfach ohne IT nichts mehr und das macht eigentlich diesen Bereich so wichtig für ein Unternehmen. Das Team rund um Markus Schmidt ist bunt gemischt. Von der Projektmanagerin bis zu wirklichen Experten und Expertinnen in der IT selbst. Also da gibt es bei uns eigentlich eine komplette Bandbreite, also wirklich vom Controlling bis zum IT-Spezialist, IT-Spezialistin. Daniela Gold ist bereits seit 10 Jahren im Unternehmen tätig. Nach vielen Jahren im Vertrieb verstärkt sie nun in der IT den Bereich Business Intelligence. Bei ihr dreht sich alles rund um Daten. Also als erstes starte ich damit, dass ich prüfe, ob die Daten vorhanden sind, frisch geladen sind. Daten, die sind, bei unserem Fall sind das Kundendaten, also die ganzen Abrechnungsthemen zum Beispiel, oder auch die ganzen Controlling-Themen, die ganzen Daten von den Märkten, die kommen dann bei uns in der Nacht immer rein und dann prüfe ich zuerst, ob das alles funktioniert hat. Und danach mache ich mir an die Arbeit, indem ich neue Modelle aufbaue, indem ich ein bisschen Hirnschmalz reinstecke und schaue, was muss ich neu erstellen und was wird neu gebraucht. Es gibt immer wieder was Neues und was Spannendes. Man kann auch viel mit Menschen machen. Ich mache viel Schulungen. Also ich habe da wirklich mit der ganzen Firma zum Tor. Und ja, wie gesagt, ich triff eigentlich jeden Tag neue Leute, mit denen ich vorher noch nicht gearbeitet habe. Das Thema Weiterbildung wird in der Salzburger AG großgeschrieben. Und das schätzt auch Daniela. In meinem Fall ist es vielleicht so, dass ich keine technische Ausbildung im Bereich IT habe, sondern ich habe eine technische Ausbildung Energie- und Umweltmanagement gemacht und bin quasi ein Quereinsteiger. Aber bei uns in der Firma gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass man dann programmieren lernt und dass man da reinkommt in das Thema. Ein Job in der IT bedeutet aber auch viele Herausforderungen, auf welche man flexibel und vor allem gelassen reagieren muss. Ja, IT ist herausfordernd einfach aus dem Grund, weil man nie fertig wird. Also man hat nie so diesen 5x8-Job, der am Tagesende dann vorbei ist, sondern man nimmt eigentlich immer Arbeit mit übers Wochenende in die nächste Woche rein oder in den nächsten Tag. Also das endet einfach nie. Ja. Ist sicher, dass man flexibel sein muss, weil es kann immer Störungen geben. Es kann auch sein, dass es neue Modelle gibt, wo man wirklich nachdenken muss, was brauchen die, was ist eine Herausforderung, was ist ein Thema von den Fachbereichen. Die stellen uns eben dann die Aufgaben und sagen, wir brauchen dieses Thema, ihr müsst schauen, wie ihr die Daten aufbereitet. Und da muss man wirklich sich ein bisschen reinarbeiten, inhaltlich das Thema haben und das ist sicher die große Herausforderung. Wir haben wirklich ein super Teamgefüge und ich glaube, das ist in einer IT-Abteilung, ich würde es nicht sagen einzigartig, aber wir haben wirklich einen sehr guten Draht zueinander und ich denke, das ist auch für jeden, der neu reinkommt, eine super Erfahrung bei uns zu arbeiten. Kommunikative Teamplayer sind im Team der Digital Technologies jederzeit willkommen. Wenn Sie sich für einen Job in diesem Bereich interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/karriere.